Ja, wir sind jetzt in der zweiten Folge von Nax Ramas Fluch oder der Fluch von Nax Rama, der Singleplayer-Kampagne von Hearthstone. Wir sind im Arachnitenviertel. Letztes Mal hatten wir hier den Anub Rekhan besiegt. Serlina bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig. Stört sie nicht. Ja, auch wenn sie natürlich so groß wichtig ist, dann stören wir sie natürlich nicht und wir hören hiermit dann auf. Gut, wir machen weiter und gehen gegen die Großwitte Falina. Ich spiele wieder das Magier-Deck. Hat letztes Mal gut funktioniert. Ich bin gespannt, ob das gegen jetzt auch gegen sie wirkt. Zinke Münzen, okay. Öle Ketten. Und darum gucken wir mal. Jaina gegen Großwitwe Falina. Großwitwe. Meine Akolyten gehorchen ihr bedingungslos. Ihr habt es so gewollt. So, Flamestrike brauchen wir erstmal nicht. Das brauchen wir erstmal nicht. Ich hätte gern jetzt einmal die hier Spielbild und noch vielleicht irgendwas zum Zaubern, aber okay. Ich habe nicht die Münze. Feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab. Ist ja eine Assi-Fähigkeit, ey. Ich krieg jetzt schon mal 4 Schaden, wenn du so Card-Draw deckst, die macht die einfach fertig. Okay, nein. Wir spielen unseren Mana-Wurm. Ich mag das Neue. Hier spielen wir die beiden. Und so ein bisschen auf. Kniet nieder. Was eine Assi-Fähigkeit. Meine Fresse. Okay. Ich muss ja Karten spielen. Sie zwingt mich ja nicht zu, die zu spielen, sonst kriege ich ja voll viel Schaden. Lass diesem Herzen. Okay, den kennen wir ja. Kann man nichts mehr machen. Wir spielen die Kreatur. Das ist wichtiger momentan. Da haben wir einen Bordvorteil, auch wenn wir den wegmachen könnten. Den will ich halt auf einmal machen, weil jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, ziehen die eine Karte. Oh, mein Mana-Wurm. Gegnerspieler, gut, die Singleplayer-Kampagne-Gegner. Den muss ich jetzt als erstes wegmachen, ganz, ganz, ganz wichtig. So. Ich kann ihn einführen. Bringt mir. Das war doch der mir. Ach nee, es war nicht der. Ich habe gedacht, das ist der, wo mir eine Kreatur letztes Mal gebracht hat. So. Das war's. Der ihre Scheißfähigkeit nervt mich ab und die macht sie auch schon wieder. Der Gegner zieht eine Karte, Todesröcheln, 4-4, kostet 3. So, was können wir machen? Wir können... Gebt mir eine Quest! Allen Feinden einen, nee, dann kann ich sie auch anklicken. Wegmachen. Flamestrike, der hilft mir jetzt noch nichts weiter. Meisters. Euer Held hat, wenn ihr am Zug seid, geile Karte. Oh, das schwule Ei. Die spielen echt gut, die Computer. Ich bin da, und das Schlimme ist, ich müsste die jetzt... So, wenn ich eine 1-4 hatte, dann machen wir
erstmal so. Nicht genug Mana, schade. Schade, schade. Die Witwe umarmt mich! Die Witwe umarmt mich! Wie dreimal dieselbe Karte. Die Karte ist aber echt cool. Die Witwe umarmt mich. Das heißt, ich kann leider nicht beide spielen. Ich werde... Seid ihr für das hier bereit? Und hoffen, dass er mir leben lässt, dass ich nächste Runde... die Karte ausspielen kann. Die Verdammten stehen. Er leider einen zufällig befreundeten Diener plus 3 Leben. Ey. Dass ich die mehr legen kann. So langsam. Ach, sie hat nur 10 Lebenspunkte. Okay, ich hoffe, ich überlebe ein bisschen. Leider kann ich es wieder nicht in Combo legen, aber ich friere die ganze Schwester hier ein, ping den weg. Ihr habt versagt! Ihr habt versagt. Bringt eure Toten! Hält jedes Mal plus 1, wenn ein Diener mit Todesverschwörung dabei ruft. Das ist eine geile Karte. Gut gespielt. Lachst du mich aus, wenn ich mit dir rede? Lady. Ja, den werden wir auch platt machen. Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Und wen haben wir hier? Den klicken wir nächstes Mal erst an. Arachnidenviertel. Und gucken, was uns dann erwartet. Aber lief ja bisher ganz gut. Wir können uns ja mal die Karten, die wir bisher gekriegt haben, angucken. Die sind bei meiner Sammlung. Ich bin ja echt gespannt, was wir da alles noch dazukommen bekommen. Da ich das komische nerubische Ei schon beim Gegner gesehen habe. Ah, hier sind sie. Ruf 2, spektrale Spinnen herbei, Todesröcheln. Die ist für meinen Kriegerdeck gar nicht so verkehrt. Und der hier, ja, Diener mit Kampfschrei kosten 2 mehr. Muss mal sein Deck danach aufbauen. Also ich bin wirklich gespannt, was wir dann noch kriegen an Karten. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich nochmal. Und, hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.